Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Heute mal mit dem Minecraft Texture Pack. Ja, ich probiere mich so ein bisschen durch. Und wieder mit Hintergrundmusik. Ich hoffe, diesmal ist sie nicht zu leise wie beim letzten Mal. Ich muss da noch mal ein bisschen optimieren. Aber ich habe ja gesehen, ich brauche mal wieder Aufnahmematerial. Also habe ich mir gedacht, experimentiere ich doch einfach noch mal ein bisschen rum, was denn jetzt eigentlich die optimalen Einstellungen sind. Und als erstes würde ich sagen, kümmern wir uns um unsere Felder, was ich ja schon gerade tue. Dumm-di-dumm-di-dumm, ein paar Kakteen ab. Kakteen, ja. Hahaha, Kakteen, wie lustig. Und was euch vielleicht jetzt aufgefallen ist, ich spiele mal ausnahmsweise im Vollbildmodus, mache ich ja sonst nie. Das liegt daran, dass ich einfach festgestellt habe, dass es doch eventuell ein zusätzlicher Qualitätspunkt wäre, sollte ich sollte ich mal keine schwarzen Ränder haben. Also habe ich mich entschlossen, doch jetzt mal im Vollbild zu spielen. Und ich weiß noch nicht, wie das ist. Ich habe es bisher eher selten getan, weil ich meistens sowieso irgendwas nebenbei mache, wenn ich Minecraft spiele. Aber ich bin mal gespannt, wie auch das bei euch ankommen wird. Und ansonsten werde ich unterschiedliche Texture Packs für unterschiedliche Sachen nutzen. Die Musik ist eigentlich viel zu fröhlich für sowas, was wir gerade hier machen. Ist eigentlich so die geniale Musik, um irgendwo durch die Berge zu laufen. Das wäre doch was, mal eine Erkundungstour. Aber nicht jetzt. Sondern erstmal sorgen wir mal dafür, dass unsere Kühe Spaß haben. So. Ich glaube, das war's auch dann schon. Und dann fahren wir das ja auch nochmal gleich ab. Wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich es ja auch gleich richtig machen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und ansonsten habe ich für diese Session habe ich mir einiges vorgenommen, was ich machen werde. Und zwar wären das zum einen habe ich das große Ziel, endlich mal ein Bahnnetz zu konstruieren. Natürlich werde ich auch unser Wegenetz weiterführen. Und das Ganze soll dann so parallel zueinander laufen. Und hier, das kann ich eigentlich mal mitnehmen, denn das hat hier unten absolut nichts zu suchen. Das auch nicht, das auch nicht. So, warte, da war noch Mob Drop. Das. Ich muss schon zugeben, ich finde diese Minecraft-Texturen. Das ist einfach einer der schönsten Texture Packs. Eines der schönsten Texture Packs, die es gibt. Muss ich einfach so für mich mal sagen. Gut, ist das hier eigentlich jetzt Farming oder eher nicht? Hatte ich schon eine Höllenkiste? Ja, hatte ich. Also, dann ist das mehr Hölle. So. Bleibt die Musik. Ah. Mal ein... zu den Klängen dieses wunderbaren Klaviers. Meine Damen und Herren. Begeben wir uns nun... hinaus... in die dramatischen... Weiten unserer Welt hinaus in die Gefahren und wir sind hier ganz alleine in dieser Welt. Niemand ist bei uns, der uns unterstützen könnte. Nur wir und ein paar vereinsamte Monster, die uns das Leben schwer machen wollen. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als einfach zu kämpfen. Zu kämpfen ums Überleben. Und zu kämpfen um alles, was wir noch haben. Und so rüsten wir uns aus. Wir machen uns bereit für den Showdown, der unser Leben entscheiden wird.
Ja, und mit diesen melodramatischen Worten bin ich hier gerade beim Kisten einsortieren. Und er sortierte die Kisten. Er suchte etwas, doch er wusste nicht was. Und er war allein. Allein mit seinen Gedanken, mit verlorenen Monstern und mit allem, was hier noch zu finden ist. Mit allem, was diese Katastrophe überlebt hat. Aber noch gibt es Hoffnung. Hoffnung auf Rettung. Hoffnung auf Erlösung. Und die Hoffnung auf eine bessere Welt. Ach, ich liebe solche Musik für Minecraft. Die passt einfach wunderbar. Ist das eigentlich die Dia-Hacke? Ja, die wollte ich natürlich nicht mitnehmen. Ich bin ja nicht blöd. Manchmal vielleicht schon, aber gerade nicht. Und eigentlich eher selten. So, Cobblestone. Hier rein. Ich brauche schließlich... Ich nehme mal ein Stack mit. Dschungelholz, was soll ich denn damit? Weg damit. Sandstein, braucht kein Mensch. Steine sind hier. Sandstein hier rein, Erde auch rein. Und jetzt sind wir vollkommen ausgestattet und wir können uns auf eine Erkundungstour begeben. So. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg, den wir hier schon teilweise angelegt haben. Hierauf möchte ich übrigens Bäume machen. Ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Naja, wobei, geht eigentlich noch. Und er lief in die Welt hinein. Er ließ alles hinter sich. Drehte sich noch einmal zurück. Blickte auf alles, was jahrelang sein Zuhause gewesen war. Und verabschiedete sich mit einem großen Seufzer. Doch dann holte er tief Luft, fasste neuen Mut und lief hinein in sein neues Leben. In ein Leben, und voller Hühner, die sich ihm in den Weg stellten. Furchtlos und lebensmüde, wie Hühner so sind. Doch er kam mit seinem Schwert und richtete über die Hühner, ließ sie aus dem Leben scheiden und vollendete das Werk seiner Väter. Ich befürchte, irgendwie die Musik ist etwas zu laut geraten. Ah, das sehen wir alles später. Denn erstmal heißt es einfach entspannte Minecraft-Unterhaltung. Ach, so könnte ich stundenlang aufnehmen, muss ich mal so ehrlich sagen. Ich hoffe, man hört jetzt auch meine Tastatur nicht mehr so. Er ließ alles hinter sich, rannte hinaus in die Welt, schwamm durch die Flüsse und kam auf der anderen Seite heil an. Ach, irgendwie haben wir, würde ich mal so sagen, eine ziemlich schöne Welt hier erwischt. Und mit dem Minecraft Texture Pack wirkt das Ganze einfach viel fröhlicher und ich habe viel mehr Lust aufzunehmen. Ich weiß nicht, es ist einfach... Ein komplett neues Gefühl Minecraft nach über 60 Folgen. Die werde ich übrigens jetzt probieren, auch regelmäßig wieder zu bringen. Hat jetzt eine kleine Pause, weil ich doch privat relativ viel beschäftigt war. Aber das ändert sich jetzt. Ich habe wieder mehr Zeit. Fast alle Schularbeiten sind wieder geschrieben. Da hatte ich wieder so eine... Oh yeah. 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 Wow. Howdy, Leute.
Ich bin's wieder, euer Joe. Und heute erkunden wir mal die wilde Welt. Yeah.